Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Pickup-Video. Und ja, ich habe eine Menge Zeug gefunden. Ja, eine wirklich Menge Zeug. Und zwar, fangen wir doch einfach gleich mal an. Ich habe gefunden Uncharted 3 für die PS3. In einem tadellosen Zustand. Bin begeistert. War eine richtig schöne Geschichte. War eBay. Und war ein Preisvorschlag. Er wollte eigentlich 7 haben. Ich dachte mir, gehst du mal ein, guckst mal mit 5 Euro. Preisvorschlag akzeptiert. 5 Euro Uncharted 3 für die PS3. Geht schon gut los, oder? Uncharted 3? Ich weiß, Uncharted 2 war ein weitaus besseres Spiel und 3 war aber auch gut, wenn man es mal spielt. So, nächste Runde. XCOM Enemy Unknown. Super Geschichte, auch für die PS3. Auch in einem tadellosen Zustand. Ich habe da wieder die Kamera gesehen, wa? Ja. Mit Anleitung und allem drum und dran. Super Geschichte. Gerade PS3-Spiele finde ich ja super. Aber mit PS3-Spielen hatten wir jetzt erstmal genug. So, dann habe ich wieder mal bei Otto ein bisschen gegrabt. Ihr wisst ja, 5 bis 10 Euro Spiele. Und gefunden habe ich da Slay the Spirit. Ich habe es noch nicht gespielt. Es ist noch sealed. Habt ihr ja gesehen. Es knistert ja auch noch. Aber ich fand es ganz cool. Ich habe mir mal so ein paar Videos angeguckt bei YouTube. Kommt ganz cool rüber. Slay the Spire. Slay the Spire, nicht Spirit. Dann wieder 5 Euro bei Otto und zwar Rainbow Deluxe Edition. Coole Geschichte, das Spiel habe ich mir angeguckt. Das sieht schon lustig aus, wenn ich mir das hinterher gucke. Ich bin da richtig mal, da bin ich wieder so einer, der das spielen will, weil das Cover schon wieder so ein bisschen verrückt aussieht. Ich mag ja verrückte Cover. Gerade bei der PS4 haben sie ja die Covers allgemein relativ verrückt gemacht. Ja, Rainbow Deluxe Edition für die PS4. So, und weiter geht's, PS4. Etwas über die 10 Euro geraten, 12 Euro. Ni No Kuni 2. Ja, 12 Euro für Ni No Kuni 2. Der Hammer, oder? Ich war so begeistert, als ich das gefunden habe. Es ist auch noch sealed, weil wie gesagt, ich lasse es so lange sealed, bis ich es denn zocke, bis ich es aus dem Regal nehme. Und ihr wisst ja, vor kurzer Zeit hatte ich erst Ni No Kuni 1. Ja, und Ni No Kuni 2 macht jetzt richtig Spaß, es auch zu haben. Aber ich muss erst mal einspielen, dann komme ich zu 2. So ist das. Nächstes Spiel. Destiny 2. Habe ich mir geholt, weil ein gewisser YouTuber wieder, ich will ja dein Wort nicht immer sagen, aber gesagt hat, da gibt es eine super Singleplayer-Kampagne drauf. Nicht auf dem ersten, sondern auf dem zweiten. Und ein Ballerspiel mit einer Singleplay und ein Ballerspiel mit einer Singleplay-Variante bin ich nicht abgeneigt. Also Destiny 2. Muss in die Sammlung. So, das nächste. Ich weiß, jetzt werden sie alle wieder meckern, aber Mass Effect ist eine coole Reihe. Und ich wollte auf jeden Fall mal Mass Effect Andromeda mal spielen. Also habe ich mir da eine gebrauchte Version für gekauft, in einem tadellosen super Zustand. Und habe mir gesagt, du bist ja ein Fan von dieser Mass Effect Geschichte. Und EA, BioWare, na, eigentlich gar keine so schlechte Mischung. Und ihr wisst ja, Mass Effect 1 super, Mass Effect 2 herausragend, Mass Effect super bis aufs Ende. Und jetzt Mass Effect Andromeda. Muss auch sein, muss in die Sammlung, gehört dahin. So,
Was haben wir als nächstes? Ja, als nächstes haben wir ein Spiel, was sich ein bisschen aus der normalen Spielewelt so absondert. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt, aber Hidden Agenda. Ihr müsst in diesem Spiel mehr oder weniger nicht selber spielen, sondern eigentlich nur Controller-Tasten drücken, um zu entscheiden, wie die Handlung weitergeht. Also es ist ein Mordfall und ihr müsst ihn aufklären. Und das ist wie so eine Serie gemacht. Ihr müsst dann immer sagen, ja oder nein, oder habt ihr das gefunden oder entscheidet das. Ihr könnt das auch in einer Gruppe spielen, wo ihr bis zu 4 Leute die Entscheidung trefft, in welche Richtung das Spiel gehen soll. Oder ob ihr zum Ende auch den Täter findet. Ja, Hidden Agenda, ich finde es eine faszinierende Sache. Ich werde mir mal meinen Kumpel einladen und dann werden wir das mal anzocken und ausprobieren. You ready for this? Of course I'm ready. Trapper strikes again. You're on death row. Did you forget that? For crimes I didn't commit. Did you forget that? What do you think? You check upstairs. I got this floor. Becky? God damn it, where are you? I'm going in alone. Tell me the truth. I did not kill anybody. Hey! What's going on? So, dann mal ganz kurz was anderes. Und zwar möchte ich euch gerne einen Film mal nahelegen. Ich hatte den auf DVD immer. Ich hatte den auch schon damals in den 80ern, glaube ich, ganz kurz auf VHS. Jetzt habe ich ihn mir auf Blu-ray gekauft. Und zwar The Saint. Und ganz ehrlich, vergiss diese neumodische The Saint-Kacke. Die neumodischen The Saint-Filme, die sind, boah, grauenvoll schlecht. Guckt euch den alten an mit Val Kilmer und sagt mir danach, wie ihr es fandet. Val Kilmer und Elizabeth Shue. The Saint. Wichtig, sehr guter Film. Würde ich nie missen wollen, diesen Film. So, weiter geht's mit Xbox Classic. Hatten wir lange nicht mehr. Musste ich mir aber mal wieder für meine Sammlung mal wieder ein bisschen aufstocken. Und zwar habe ich mir da geholt SWAT. Global Strike Team. Macht einen guten Eindruck. Sieht ganz gut aus. Muss man es mal sagen, der Zustand ist erstklassig. Anleitung top, CD in einem sehr tollen Zustand. Und ja, super Geschichte. So, weiter geht's. Und zwar habe ich natürlich noch Oddworld Munch's Odyssey. Wer kennt das nicht? Es kennt mittlerweile jeder, ist eine Serie. Ich hoffe, das wird auch irgendwann mal weitergeführt, weil ich fand das Spiel richtig klasse. Tadelloser Zustand, Anleitung, CD, top. Wirklich top. Da gibt's nichts. Bin ich sehr begeistert, dieses Spiel zu haben. Und ja, nächstes Spiel ist Splinter Cell Chaos Theory. Die Chaos-Theorie von Splinter Cell hatte ich noch nicht. Ich habe ja die anderen beiden, das habt ihr ja in einem vorhergehenden Video mal gesehen. Hier fehlt leider die Beschreibung. Die CD ist in einem tadellosen Zustand. Kann man wirklich so sagen. Aber leider Gottes, wie gesagt, fehlt die Beschreibung. In einem Bundle mit diesem Spiel wollte der Besitzer damals 10 Euro für noch 2 Sportspiele dazu. Ich habe gesagt, Sportspiele will ich nicht, aber ich will Chaos Theory von Splinter Cell. Ihr werdet es nicht glauben, er hat mir das Ding zugeschickt für 2,50. Überlegt mal, der Versand kostet schon 1,50. Hammer, nochmal danke an dich, super gemacht, freut mich voll. So, nächstes Spiel wäre Halo 2 für die Xbox Classic. Ich bin ein Halo-Fan, ich habe damals als Kind angefangen mit Halo 1, wie alle anderen, hat er gesagt. Ich habe als Kind angefangen, ist klar, ich bin viel zu alt. Ich sag mal so, ich war ein Jugendlicher und habe damals Halo unbedingt spielen wollen und 1 fand ich immer toll. Halo 2 habe ich noch nicht gespielt, will ich aber auf jeden Fall mal spielen. Und ihr seht ja, ist vollständig, super Geschichte. CD, tadelloser Zustand,
Wow. Und was es dazu gab, weil dieses Ding hat mich 6 Euro gekostet. Und dazu gab es Halo 2 Multiplayer Card Paket. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, aber ich fand es halt cool, dass die beiden Spiele zusammen gab. Und er sagte, wollen wir das auch noch mit haben? Da dachte ich, klar, bin ich voll dabei. Da, die beiden für 6 Euro, macht das nach. Schafft ihr nie. Ja, puh, war eine Menge Spiel, oder, in dem Pickup. Meint ihr nicht auch? Ich find's super geil. Und ja, das war's auch leider schon von dieser Pickup-Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Und tschüss.